Hallo und herzlich willkommen in meinem Deko-Ideenreich. Ich staune jedes Jahr aufs Neue, was sich innerhalb von ein paar Wochen in so einem Garten tut. Wer meinen Gartenrundgang vom Frühling gesehen hat, weiß, dass hier im Frühling gar nichts zu sehen war und jetzt sind die Stauden quasi explodiert. Und weil alles so schön blüht, gibt es heute meinen Sommergartenrundgang. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Starten wir hier im großen Staudenbeet. Dieses Beet sieht jedes Jahr anders aus. Denn einmal machen mir die Wühlmäuse einen Strich durch die Rechnung, ein anderes Mal ein strenger Winter, sodass Stauden erfrieren. Und deshalb wird er jedes Jahr neu gepflanzt oder umgepflanzt, Stauden anders kombiniert. Dieses Beet ist für mich so ein bisschen wie eine Leinwand für den Maler. Da kann ich kreativ sein und einfach ausprobieren. Und deshalb habe ich im Hintergrund, damit sich die Stauden auch schön abheben, eine Eibenhecke gepflanzt. Und hier im unteren Teil des Beetes dominieren die gelben Stauden. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal gelbe Stauden im Garten habe, denn das mochte ich eigentlich vor ein paar Jahren noch gar nicht so. Und jetzt inzwischen bin ich richtig begeistert von der Kombination Gelb mit Blau oder mit Weiß. Und hier im oberen Bereich, da geht die Farbe dann mehr ins Lila, Pink und Bordeaux über. Ein paar empfehlenswerte Stauden hier im gelben Bereich ist dieser Riese hier im Hintergrund, der Schuppenkopf, dann die Staudensonnenblume, das Brandkraut, das hat eine gigantische Blüte und auch im Herbst dann einen richtig interessanten Samenstand, dann die gelbe Schafgarbe, die Taglilie und einen schönen Kontrast bildet dann diese weiße Staudenklematis. Und ein paar niedrigere Stauden, die auch richtig schön sind, ist einmal diese Färberkamille. Und die weiße Lichtnelke. Und ein paar meiner Lieblinge hier im rosa-pink-Bereich ist einmal im Hintergrund der Perückenstrauch. Wer sich immer dankbar aussahmt, das ist die Gnauzie. Und dann auch diese Lichtnelke in Pink und einen tollen Kontrast dazu bildet dann dieses silbrige Laub der Artischocke. Oder auch der rotlaubige Felberich. Vielleicht habt ihr es ja schon entdeckt. Ein Projekt, was ich im Frühlingsvideo angekündigt habe, ist endlich fertig geworden. Mein Gartenweg. Hier an diesem Beet entlang lag ja fast 20 Jahre lang immer eine schwarze Folie, damit das Unkraut nicht ins Beet einwächst. Und das sah richtig scheußlich aus. Man sagt ja in der Gartengestaltung, je weiter ein Weg vom Haus entfernt ist, desto natürlicher sollte die Oberfläche sein. Deshalb einen Weg hatte ich mir schon immer gewünscht hier an dieser Stelle. Am liebsten so einer, wie man ihn von Gartenschauen oder aus den Parks kennt. Das nennt man so eine wassergebundene Oberfläche. Aber ich dachte immer, dass dieser Wegaufbau total kompliziert sei und man braucht spezielle Geräte dafür. Und deshalb habe ich das Projekt immer vor mir hergeschoben. Und da kam die Anfrage von Belissa. Belissa ist eine Firma, die Produkte aus Metall für die Gartengestaltung herstellt. Genau richtig. Belissa hat gefragt, ob ich nicht in meinem Garten ein Projekt mit ihren Stahlkanten umsetzen möchte. Da habe ich natürlich nicht lange überlegt und das Ganze jetzt mal angepackt. Und hätte ich gewusst, wie einfach das ist, so einen Weg mit diesen Stahlkanten zu bauen, hätte ich das wahrscheinlich schon viel früher gemacht. Auf Instagram habe ich euch immer mal wieder so einen kleinen Einblick in dieses Projekt gegeben und da haben so viele nachgefragt, ob ich nicht genau zeigen könnte, wie ich das gemacht habe und wie der Aufbau von so einem Weg ist. Und deshalb habe ich gedacht, zeige ich euch das hier jetzt kurz mal, wie ich diesen Weg gebaut habe. Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich war, als ich die schwarze Folie dann endlich entfernen konnte. Damit der Weg auch frostsicher, trittfest und mit dem Schubkarren befahrbar ist, besteht er aus 4 Schichten und dafür habe ich zuerst mal spatentief die Erde ausgehoben und das Erdreich dann mit einem Metallstampfer richtig gut festgestampft. Als nächstes habe ich dann exakt festgelegt, in welcher Linie und auf welcher Höhe ich die Stahlkante haben möchte. Und entsprechend habe ich dann eine Richtschnur gespannt. Entlang dieser Schnur habe ich dann mit dem Belissa Rasenkantenstecher Schlitze vorgestochen. In die vorgestochene Linie konnte ich jetzt ganz einfach die Stahlkanten einsetzen
und dann mit Hilfe meines Holzklotzes und Gummihammers auf die entsprechende Höhe einklopfen. Die nächste Stahlkante wird dann einfach angesetzt und mit dem patentierten Belisa-Stecksystem verbunden. Ich habe mich für die Stahlkante aus Kordonstahl entschieden. Die kommt rostfrei aus der Packung. Es kann sein, dass an der einen oder anderen Stelle die Korrosion schon ein bisschen eingesetzt hat, aber diese schöne Rostpatina, die bekommt sie erst mit der Zeit. Am Ende des Weges musste ich mit der Kante einmal um die Ecke, aber es war gar kein Problem. Dafür habe ich den Knickpunkt einfach ausgemessen und die Stahlkante dann über einen Holzklotz in einen rechten Winkel gebogen. Um den Weg am unteren Ende schließen zu können, habe ich eine Stahlkante gekürzt. Mit der Blechschere ging das wirklich ruckzuck. Für einen sauberen Abschluss am unteren Beetrand habe ich dort auch eine Stahlkante gesetzt. Da sie dort aber nur als Abgrenzung zwischen Beet und Rasen dient, habe ich dort nur die Schlitze vorgestochen und die Kante dann dort eingelassen. Dann konnte es auch schon losgehen mit dem Einbringen der einzelnen Schichten. Die erste Schicht besteht aus einer ca. 20 bis 25 cm dicken Schicht Frostschutz-Mineralbeton. Die nächste Schicht ist optional, die kann man auch weglassen. Ich habe dann aber doch noch eine dünne Ausgleichsschicht aus Schotter aufgebracht. Darauf kam dann eine 5 bis 10 cm dicke Schicht Mineralgemisch. Jede dieser Schichten habe ich natürlich ordentlich mit dem Stampfer verdichtet. Und die oberste, die Deckschicht, bildet dann eine ganz dünne, ca. 1 cm dicke Schicht mit kleinen Kieselsteinchen. Wen der Schichtaufbau ganz genau interessiert, schaut einfach in die Videobeschreibung. Dort findet ihr alles nochmal ganz genau aufgelistet. Und dann habe ich die Stahlkanten noch mit Erde hinterfüllt und alles schön festgeklopft und, wo es nötig war, auch noch Rasen nachgesät. Wir lieben es, über den Weg zu gehen, denn die Steinchen knirschen so schön unter den Füßen und man kann auch die Stauden so richtig schön aus der Nähe genießen. Und was ich besonders zauberhaft finde, ist, wie sich die Blätter der Stauden so über den Weg legen. Und die Rostpatina von diesem Kordonstahl fügt sich auch wunderbar in diese natürliche Umgebung ein. Vom Weg aus fällt der Blick direkt übers Wasserbecken und über den Sitzplatz im Senkgarten auf eine meiner Lieblingsrosen, die James Galway. Und hier habe ich versucht, das Thema Blick- oder Sichtachsen in die Praxis umzusetzen, dass, wenn man auf dem Weg geht, der Blick direkt gelenkt wird. Das Beet hinter dem Senkgarten liegt in absoluter Südlage und noch am Hang. Und deshalb habe ich es mit Sonnenanbetern bepflanzt, wie Blauraute, Salbei und Muscatella-Salbei. Und hier rechts von mir, dieser Riese, das ist ein Alant. Der bekommt dann so kleine gelbe Blüten und wirkt aber durch sein gigantisches Blattwerk. Das Beet hier seitlich vom Senkgarten hat im Juli seinen Höhepunkt. Da blüht dann Königskerze, Ballonblume, Glockenblume und Zist. Und was ich euch auf der anderen Seite des Hügels, der absonnigen Seite, die Richtung Westen zeigt, noch zeigen wollte, ist einmal das Blütenband aus der Katzenminze und dem Frauenmandel. Ich finde, es gibt so eine richtig schöne Kombi hier unten. Und dann auf dem Hügel selber seht ihr die hohen Stängel, das ist die akeleiblättrige Wiesenraute. Und die sieht richtig klasse zu dieser weißen Waldglockenblume aus. Und demnächst kommen noch so ein paar gelbe Farbtupfer dazu von der Taglilie. Und hier gegenüber das Beet vor der Schuppenwand hat ungefähr bis Mittag Sonne, das heißt liegt im Halbschatten. Und da habe ich jetzt im Frühjahr noch mal ein paar Hosta und Farne dazu gepflanzt und hier vorne den Beetrand neu bepflanzt. Da habe ich Heuchera, dunkelrote Heuchera gesetzt. Die müssen natürlich auch jetzt noch
kräftig zulegen. Und hier vor der Schuppenwand, da blüht die Kletterrose in Judan und da kommt demnächst die Clematis viticella in dunkelviolett dazu. Bevor es jetzt weitergeht Richtung Terrasse, machen wir noch einen kleinen Abstecher hier in meinem Gemüsegarten. In den Hochbeeten, da wächst das Gemüse wie Unkraut, kann man sagen. Wir haben schon so viel geerntet. Mangold, Sellerie, Salat, Lauchzwiebeln und Kohlrabi. Das Gemüse, was ich unten gepflanzt habe, ist bei weitem noch nicht so weit. Und seit Frühjahr habe ich auch hier in meinem Gemüsegarten eine Kräuterspirale stehen. Die ist auch von Belissa und die habe ich auch in diesem Kortenstahl gewählt. Ich finde, diese Rostpatina fügt sich auch hier ganz toll ein. Da ich ja unheimlich gerne mit Kräuter koche und seither die Kräuter im ganzen Gemüsegarten verteilt hatte, dann hat man sie als nicht mehr gefunden oder wusste gar nicht mehr, wo was steht, bin ich jetzt richtig happy mit dieser Kräuterspirale. Da habe ich jetzt wirklich 15 verschiedene Kräuter untergebracht. Und das Schöne ist, man kann die Kräuter je nach Lebensbereich von sonnig bis schattig und ein bisschen feuchter entsprechend pflanzen. Und der Aufbau war wirklich kinderleicht. Ich habe da vielleicht 20 Minuten dafür gebraucht. Hier an der Terrasse, die Beete rechts und links liegen den ganzen Tag in der vollen Sonne. Die Kletterrose Constant Spray, das ist eine absolute Herzensempfehlung von mir. Die ist so halb gefüllt und riecht wunderbar nach Myrte. Die habe ich kombiniert mit der Spornblume, der Katzenminze und dem Meerkohl oder auch Riesenschleierkraut genannt. Und im Vordergrund schließt der Wollzist dieses Beet ab. Den habe ich erst letztes Jahr gepflanzt und da bin ich so froh drum, denn das gibt immer einen sauberen Beetabschluss. Und auf der gegenüberliegenden Seite habe ich auch so eine kleinere rosafarbene Rose, das ist die Bonica. Und da dazu dann dieser violette Rittersporn, das Mutterkraut und ein rosafarbener Storchschnabel und auch im Vordergrund eben dieser graulaubige Wollzist. Das ist so ein richtig schönes romantisches Beet. Und von der Terrasse zum Vorgarten kommt man auch über diesen kleinen Privatweg. Das ist so mein kleiner Schattengarten. Hier kommt wirklich nur ganz kurz morgens die Sonne hin. Da habe ich schattenliebende Stauden wie Farne, Hortensien und Hostas gepflanzt. Hier im Vorgarten findet man im Sommer wenig Buntes. Da habe ich vor allem weißblühende Stauden und Sträucher gepflanzt. Zum Beispiel gefällt mir diese Kombi hier total gut. Das ist die Hortensie Annabelle, das Reitgras, Farn, dieser hellgelbe Fingerhut und im Vordergrund wird das Ganze eingerahmt von dieser Buchshecke. Und zum Glück war dieses Jahr der Buchsbaumzünsler noch nicht am Werk, deshalb sieht der Buchs auch wirklich noch richtig klasse und gesund aus. Im Frühlingsvideo hatte ich euch die Eichblatthortensie gezeigt und inzwischen ist die voll belaubt. Schaut euch mal diese gigantischen Blätter an und auch die Blütenrispen beginnen sich jetzt zu öffnen. Und so prächtig wie die dieses Jahr sind, waren sie noch nie. Inzwischen haben die mich in der Höhe sogar überrundet. Und hier gegenüber unter dem Apfeldornbaum, diese Kombi finde ich auch richtig klasse. Das ist die weiße Glockenblume und der hellgelbe Fingerhut. Und gerade vor dieser graubraunen Rinde, das finde ich so ein schönes Bild. Ich persönlich liebe es ja, andere Gärten zu besuchen. Ich nehme da immer so viele Inspirationen und Tipps mit. Und deshalb hoffe ich, dass euch dieser Gartenrundgang mit mir zusammen genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Und es war der ein oder andere Tipp oder die ein oder andere Inspiration für euch dabei. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, was eure Lieblingspflanzen oder Favoriten im Sommer sind. Vielleicht ist da auch noch ein Tipp für mich dabei oder für die anderen hier. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Gärtnern, ganz egal, ob auf der Fensterbank, dem Balkon oder Terrasse oder im eigenen Garten. Und ich freue mich jetzt schon aufs nächste Video und sage für heute Ciao!
Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr möchtet kein weiteres mehr verpassen, dann abonniert doch meinen Kanal, das könnt ihr hier unten tun. Und denkt beim Abonnieren unbedingt dran, die Glocke zu aktivieren. Nur dann bekommt ihr auch immer Bescheid, wenn es auf meinem Kanal was Neues gibt. Und über einen Besuch auf meinem Blog, Pinterest, Instagram oder Facebook freue ich mich immer riesig.